Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche habe ich euch ja schon von 3 Fallbeispielen aus der Praxis berichtet. Um euch zu zeigen, dass trotz intensiver Begleitung durch die Eltern für ihr Kind mit ADHS die Symptome so unerträglich für alle Beteiligten werden können, dass dem Kind unbedingt mit Medikamenten geholfen werden sollte, weil sonst Gefahr für seine weitere Entwicklung besteht. Dass Medikamente dann eben oft ein wahrer Segen für Kinder mit ADHS und ADS bedeuten können, dass aber Medikamente dennoch nicht für alle Kinder geeignet sind. Heute geht es weiter mit 2 spannenden Fallbeispielen aus der Praxis, mit denen ich euch zeigen möchte, dass die Notwendigkeit für Medikamente sehr stark vom Grad der ADHS abhängt und dass nicht jedes Kind Medikamente braucht. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor wir in die heutige Episode eintauchen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich vor einigen Wochen eine 5-teilige Podcast-Serie erstellt habe, mit sehr vielen Informationen zum Thema Medikamente bei ADHS bzw. ADS. Für all jene unter euch, die Zweifel im Hinblick auf Medikamente für ihr Kind haben, hört euch diese 5 Episoden unbedingt an. Ihr werdet sehen, ihr habt dann eine viel bessere Entscheidungsgrundlage. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Aber auch die Fallbeispiele in der Folge von letzter Woche und von heute können euch helfen, euch ein Bild zu machen. Da ging es um Dominik, der erzählt hat, dass er sofort nach Medikationsstart endlich klar denken konnte, sich das Chaos in seinem Gehirn schlichtete bzw. beruhigte und er zu guten schulischen Leistungen imstande war. Es ging um Sven, dessen oppositionelles Verhalten sich möglicherweise aufgrund einer relativ späten ADHS-Diagnose zuerst nur in der Schule, dann aber auch zu Hause zeigte und dessen Eltern gemeinsam mit dem Therapeuten nach einem Jahr Medikationsversuch immer noch nach Wegen suchen, ihr Kind auch medikamentös zu unterstützen. Und es ging um Tim, dessen Leidensweg so unaushaltbar geworden war, dass er sich das Leben nehmen wollte, so dass die Eltern bei Diagnosestellung sofort mit den Medikamenten einverstanden waren. Und der nach mehreren Medikationsversuchen durch die Beharrlichkeit der Mutter dann das Medikament bekam, das schlussendlich für ihn passte. Und heute hören wir von diesen beiden Fällen. Ein Kind wirkt ohne Medikamente vollkommen fahrig, aufgezogen, sprunghaft, hört nichts von dem, was man zu ihm sagt, zeigt kein Regelverhalten, wird anmaßend, beleidigend, kriegt sich einfach nicht sortiert. Und vor allem, es wird ihm von der Amtsärztin Unbeschulbarkeit bescheinigt. Wie wird es mit Medikamenten aussehen? Und unser zweites Fallbeispiel heute, ein Junge mit ADHS, der heute 20 Jahre ist, schafft seinen Weg zum Traumberuf ganz ohne Medikamente. So, nun noch eine allerletzte Anmerkung, bevor es losgeht. So wie letzte Woche schon gesagt, war mir wichtig, für diese Fallbeispiele 6 Familien auszuwählen,
in denen sich sehr ähnliche familiäre Voraussetzungen finden. Auch habe ich, wie gesagt, ganz bewusst Mütter aus pädagogischen Berufen gewählt, um zu zeigen, dass selbst Mamas mit beruflichen Vorkenntnissen in diese Richtung mit ihrem Kind mit ADS oder ADHS zu kämpfen haben. Gut, dann beginnen wir mit Alexander, 9 Jahre alt, aus Bielefeld. Zu Alexanders familiärer Situation ist zu sagen, dass Alexanders Mutter Erzieherin ist. Ich habe sie als sehr ruhige, konsequente, liebevoll beharrliche Mama kennengelernt, die alles an Therapiemöglichkeiten für ihr Kind ausschöpft, was möglich ist, beziehungsweise für Alexander unterstützend ist. Alexanders Stiefvater ist der Inbegriff des liebenden Vaters, immer für sein Kind da, aufmerksam für Alexanders Bedürfnisse und immer für eine Balgerei oder eine gemeinsame Unternehmung gut. Nun zu Alexanders Geschichte. Ich habe Alexander als extrem lebhaftes, ja eigentlich aufgekratztes Kind kennengelernt, dessen spontaner Wechsel zwischen einzelnen Tätigkeiten und Äußerungen mich an die schnellen Richtungswechsel einer Gazelle erinnert hat, die versucht, einem Geparden zu entkommen. Seine Sprechgeschwindigkeit war ebenfalls Wahnsinn. Und auch hier wurde ich wieder an die Gazelle und den Geparden erinnert, denn ein Wort schien das nächste zu jagen. In seiner Getriebenheit merkte Alexander meist gar nicht, wenn er angesprochen wurde. Sogar wenn die Stimme von dem, der ihn zu erreichen versuchte, schon deutlich über Zimmerlautstärke lag. Aber gehen wir mal zurück zu den Anfängen von Alexanders Geschichte. Bereits nach seiner Geburt zeigte Alexander durchgehend Zeichen von Anspannung. Seine kleinen Fäustchen waren immer geballt. Sein Körper stand ständig unter Strom. Alexander schrie den ganzen Tag und auch die halbe Nacht. Nachdem den Eltern klar wurde, dass es sich nicht um die häufig üblichen 3-Monats-Koliken handelte, ließen sie Alexander mit knapp 1 Jahr in einem kinderneurologischen Zentrum untersuchen. Mit keinem greifbaren Ergebnis. Niemand wusste, was mit dem Jungen los war. Und so war bereits im Kindergarten im Alter von 2 Jahren ein Integrationshelfer notwendig, der Alexander den ganzen Tag zur Seite stand. Dennoch klappte es in dieser Kita nicht und Alexander wechselte in einen Integrationskindergarten mit sonderpädagogisch geschultem Personal, wo er auch mit Ergotherapie, der Marthe-Meo-Methode und anderen heilpädagogischen Interventionen unterstützt wurde. Bei der Vorschuluntersuchung stellte sich dann heraus, dass Alexander sich auf nichts konzentrieren konnte, wobei eine richtige Testung gar nicht möglich war, da der Junge die Amtsärztin ständig in Gespräche verwickelte und nicht zu reden aufhörte. Endergebnis: Alexander sei so nicht beschulbar. Daraufhin erfolgte eine stationäre Aufnahme in einer Klinik mit der Diagnose hochgradige ADHS. Aufgrund von Alexanders langer Leidensgeschichte fiel die Entscheidung nach Diagnosestellung dann aber sofort auf Medikamente im Therapiemix. Wieso Leidensgeschichte, werdet ihr euch jetzt denken? Du hast ja bisher noch gar nicht erwähnt, dass er unglücklich war. Nun ja. Alexander litt natürlich sehr wohl unter seinem Anderssein, unter den vielen Missverständnissen zwischen ihm und Gleichaltrigen, unter seiner Leistungsschwäche aufgrund der Konzentrationsschwäche auch bei Alltagsaufgaben. Und er erfuhr auch ständig Abwertung wegen seiner Fahrigkeit und Sprunghaftigkeit. Deshalb entschied sich die Mutter für einen Medikationsversuch, obwohl sie skeptisch gegenüber den Tabletten war bzw. Angst vor den Nebenwirkungen hatte. Im Fall von Alexander war es ein sogenannter Blindversuch. Dabei wird den Eltern eine Packung mit Tabletten gegeben und nur der Arzt weiß, an welchem Tag eine Tablette mit Wirkstoff im Blister ist und an welchem Tag sich nur ein Placebo darin befindet. Die Erziehungsberechtigten notieren jeden Tag das Verhalten des Kindes und anschließend wird vom Arzt aufgrund der Aufzeichnungen gemeinsam mit den Eltern festgestellt, ob bzw. wie die Medikamente gewirkt haben.
Die Aufzeichnungen hätten eindeutiger nicht sein können. An den Tagen, an denen Alexander Medikamente bekommen hatte, war es, als hätte man einen Schalter bei ihm umgelegt. Er war immer noch lebhafter, unkonzentrierter, sprunghafter und impulsiver als das Durchschnittskind. Aber es war kein Vergleich zum Zustand ohne Medikamente. Alexander war bei weitem nicht mehr so fahrig und konfus und bemerkte nun auch, wenn man mit ihm sprach. Insgesamt hatten die Eltern nun wesentlich mehr Zugang zu ihm, denn er war nicht mehr gefangen in seiner kleinen Chaoswelt. Eine Welt, in der es nur summte und blitzte, wo er so von allem übermannt war, dass er sich überhaupt nicht steuern konnte und auch von außen kaum etwas mitbekam. Doch obwohl die Medikamente die erwünschte und erhoffte Verbesserung brachten, gab es ein weiteres Problem. Alexander verstoffwechselte die Tabletten bei weitem schneller als das Durchschnittskind mit ADHS und brauchte entsprechend hohe Dosen. Zu Medikationsbeginn litt Alexander daher unter starker Appetitlosigkeit, die sich jedoch nach einiger Zeit auf ein wirklich erträgliches Maß einpendelte. Hier für euch noch drei Beispiele aus Alexanders Leben mit und ohne Medikament. Beispiel Nummer 1. Ohne Medikament würde Alexander, wenn ihm ein stark riechender Mensch begegnet, die Geruchsbelästigung ohne nachzudenken laut aussprechen, was er mit Medikament niemals tun würde. Zweites Beispiel. Auch bei einem Supermarktbesuch merkt man deutliche Unterschiede. Hat Alexander seine Tabletten bekommen, hält er sich an die ausgemachten zwei Dinge, die er für sich in den Wagen legen darf. Ohne Medikation endet aber jeder Einkauf in lauten Diskussionen und Kämpfen, weil Alexander den halben Laden mitnehmen möchte. Und Beispiel Nummer 3. Wenn Alexander keine Tabletten genommen hat, kann er durchaus mal beleidigend und grenzüberschreitend werden und auch Schimpfwörter verwenden, was mit Medikament so gut wie nie passiert. Im Gegenteil, die Tabletten helfen ihm, zu seinem wahren Ich zu finden. Denn dann ist er ein liebenswerter, charmanter Junge, der sehr empathiefähig ist. Schließlich ist auch Schulisches mit Medikation für den Jungen wesentlich leichter zu bewerkstelligen. Die Konzentration im Unterricht reicht aus, um den Schulalltag hinzubekommen, die Hausaufgabensituation verläuft mit Abstand ruhiger und auch das Schriftbild ist besser. Alexander machte im Übrigen auch 2 Jahre lang ein Konzentrationstraining in Form einer ADHS-Kleingruppentherapie. Teilweise lassen die Eltern am Wochenende die Nachmittagsmedikamentengabe aus. Außer sie gehen zum Beispiel auf einen Rummel, wo Alexander sich ohne Medikamente einfach nicht sortiert bekommen und von einer Attraktion zur anderen laufen würde, es laut werden würde und ihn alle Eindrücke und Emotionen dort einfach überfordern würden. Alexander kann das zwar noch nicht verbalisieren, doch seine Eltern sehen ihm an, dass er in solchen Situationen vollkommen neben sich steht und von allen Eindrücken übermannt wird. Die Medikamente helfen ihm, hier eine kleine Schutzmauer zu errichten und zu mehr innerer Struktur zu finden. Neben all den genannten Therapien bekommt Alexander im Übrigen auch noch Verhaltenseinzeltherapie. So viel zu Alexander. Am Ende des Podcasts fassen hier wir nochmal zusammen, aber sehen wir uns jetzt mal das nächste Fallbeispiel an. Paul aus München, 20,5 Jahre alt. Zur familiären Situation ist zu sagen, dass Pauls Mutter Gymnasiallehrerin ist. Neben ihrer beruflichen, pädagogischen Erfahrung hatte sie immer einen extrem starken Draht zu ihrem Jungen, spürte genau, was er brauchte und war in puncto Regeln, Grenzen und Konsequenzen eine Bilderbuchmama. Allerdings wurde auch ganz viel gespielt und gekuschelt und vor allem auch auf sinnvolle Beschäftigung statt Medienkonsum geachtet. Pauls Vater hat mit seinen beiden Söhnen, Paul hat einen knapp 2 Jahre älteren Bruder, immer sehr viele Männerdinge gemacht. Rumbalgen, im Garten zelten, Fußball spielen, Handwerken
Und so verbindet die drei Männer auch heute noch eine sehr innige Beziehung. Und hier ist Pauls Geschichte. Paul ist bereits während der Schwangerschaft auffällig, da er im Bauch seiner Mutter offenbar schon seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht. Und das ist Sport. In seinen ersten drei Lebensmonaten schreit der Junge dann nahezu durchgehend. Sämtliche sanfte Versuche wie Homöopathie, Bachblüten, Graniosakraltherapie, um für das Kind, aber auch die Eltern Erleichterung zu bringen, scheitern. Dann endlich ist die Schreiphase vorbei und Paul entwickelt sich zu einem aufgeweckten, neugierigen Jungen, der begierig die Welt erforscht. Obwohl der kleine Wildfang deutlich temperamentvoller ist als sein ebenfalls recht lebhafter älterer Bruder und auch einen stärkeren Willen und ein viel schlechteres Regelverhalten zeigt, kann er durch die liebevolle, aber grenzeneinfordernde Begleitung seiner Eltern ein normales Kleinkindalter durchleben. Lediglich die Trennungsängste von seiner Mutter zu Beginn der Kindergartenzeit sind auffallend stark, weshalb Paul nach mehreren Versuchen erst ein Jahr später als geplant mit der Kita beginnt. Auch die Grundschulzeit verläuft mehr oder weniger unauffällig, außer dass Paul völlig unorganisiert ist und auf Hausaufgaben, Unterschriften, Bücher mitnehmen etc. bei weitem häufiger als das Durchschnittskind vergisst. Aber die Grundschullehrerin hat extrem viel pädagogisches Feingefühl und trägt den Jungen durch die 4 Jahre. Nach dem Wechsel von Grundschule ins Gymnasium kommt es bei Paul aber nach und nach zu Veränderungen, die die Eltern allerdings erst gegen Ende des ersten Gymnasialjahres als so belastend für das Kind wahrnehmen, dass sie beim Kinder- und Jugendpsychiater vorstellig werden. Der Selbstwert des Jungen sinkt, er hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeiten, entwickelt eine immer stärkere Abneigung gegen Schulisches etc. Jedenfalls leitet der Kinder- und Jugendpsychiater einen Diagnoseprozess ein und der dauert, nicht zuletzt auch aufgrund der langen Wartelisten, etwas mehr als 6 Monate, sodass Paul bei Diagnosestellung knapp 12 Jahre alt ist. Da Paul nur mittelgradige ADHS hat und abgesehen vom Nägelkauen sowie Ängsten vor dem Keller und der Dunkelheit noch keine zusätzlichen Störungen entwickelt hat, entscheiden sich die Eltern zunächst für das Marburger Konzentrationstraining und ein Elterntraining. Ergotherapie war bereits vom 3. bis zum 5. Lebensjahr aufgrund einer mangelnden Körperwahrnehmung durchgeführt worden. Auf Medikamente wollen die Eltern vorerst verzichten. Da sich Paul aufgrund der Therapien sowie der guten elterlichen Begleitung und der Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendtherapeuten gut entwickelt, bleibt es bei der Entscheidung, den Weg ohne Medikamente zu gehen. Allerdings wird diese Entscheidung aufgrund von extrem oppositionellem Verhalten in der Pubertät von den Eltern immer wieder hinterfragt. Zu dem Zeitpunkt ist der Junge aber nicht mehr bereit, über eine Medikamentengabe nachzudenken. Heute ist Paul knapp 21 Jahre alt, hat die Ausbildung zum Gesundheits- und Sportcoach abgeschlossen und ist in seinem Beruf überaus erfolgreich. Allerdings haben seine Eltern mir verraten, dass sie diesen Weg möglicherweise kein zweites Mal so gehen würden. Pauls Mutter sagt dazu Folgendes: Einerseits ist die Begleitung von unserem Jüngeren eine extrem steinige Gratwanderung gewesen, die auch anders hätte ausgehen können. Andererseits können wir von erfolgreicher Begleitung bzw. Erziehung erst dann sprechen, wenn ein Kind 30 oder 35 Jahre alt ist, also wirklich gefestigt mit beiden Beinen im Leben steht. Auch sind wir nicht sicher, ob das Leben für unseren Sohn mit Medikamenten nicht vielleicht doch etwas einfacher gewesen wäre, da er einen extrem niedrigen Selbstwert in Bezug auf seinen Intellekt hat. Dabei hat er sich und dem Umfeld schon zig Male bewiesen, welchen messerscharfen Verstand er hat und dass er heute auch überaus konzentriert lernen kann. Seine Abschlussprüfung hat er immerhin mit ausgezeichnet bestanden. Trotzdem hat er immer wieder Zweifel, wenn es um Konzentration und Wissensaneignung geht
und denkt, er ist schlechter als andere. Andererseits sind unserem Sohn mögliche Nebenwirkungen erspart geblieben. Was schlussendlich die richtige Entscheidung gewesen wäre, werden wir wohl nie erfahren. Ja, ihr Lieben, zwei Geschichten, zwei völlig unterschiedliche Wege. Mir zeigen diese beiden Fälle vor allem Folgendes. Der Grad der ADHS bestimmt doch erheblich, ob ein Medikament erforderlich ist. Im Fall von Alexander wäre es nicht ohne Tabletten gegangen, wollte man seine weitere Entwicklung nicht gefährden. Hat ein Kind einen milderen Verlauf mit weniger extrem ausgeprägten Symptomen? Kann die ADHS bei guter Begleitung durch die Eltern und bei verständnisvollen Lehrkräften relativ lange unentdeckt bleiben, während sich im Hintergrund unbemerkt Sekundärsymptome wie zum Beispiel ein geringer Selbstwert entwickeln? Auch diese Konstellation kann bei Diagnosestellung Medikamente erforderlich machen. Im Fall von Paul haben sich die Eltern aber anders entschieden. Vorerst sieht es so aus, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich vermutlich erst in 10 bis 15 Jahren herausstellen. Und nächste Woche berichte ich euch dann von einem meiner außergewöhnlichsten Fälle in 15 Jahren. Einem Kind, das in der Schule nicht mehr zu bändigen ist, sodass die Rettung alarmiert werden muss. Können Medikamente die Lösung bringen und derartiges zukünftiges Verhalten verhindern? Mehr dazu in der kommenden Woche. Bis dahin würde ich mich über eure Kommentare, aber auch eure eigenen Geschichten freuen.